Also diese Entspannung der Landschaft wirkt automatisch. Das kann auch jeder Gast, der nach Langeoog fährt, bestätigen. Wenn ich auf die Fähre gehe, sagen die, dann beginnt für mich der Urlaub. Dann sind die schon in Inselstimmung. Es ist natürlich ganz klar, in der Hochsaison, dann ist die Insel bis zum Bersten gefüllt. Und dann haben wir tatsächlich 16.000 Menschen auf der Insel. Das ist die Saisonalität, die ist völlig kennzeichnend für das, was an der Nordseeküste im Urlaub stattfindet. Und wenn man seine touristische Infrastruktur so bauen würde, dass sie für die Zeit der meisten Menschen auf der Insel reichen würde, dann wäre sie für den Rest des Jahres zu groß. Sondern die Infrastruktur muss so sein, dass sie im Sommer aus den Nähten platzt und im Winter nicht viel zu groß ist. Das ist der Kompromiss. Man bekommt beides unter einen Hut, wenn man es schafft, eine gute Besucherlenkung zu machen. Das heißt, das hier ist Raum für Natur, das ist Raum für Touristen. Und dann gibt es Räume, in denen man sich begegnen kann mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Man fährt nach Langeoog, um draußen zu sein. Das, glaube ich, ist immer die erste Motivation. Und wir haben ja sehr viele Stammgäste. Das heißt, Eltern bringen ihre Kinder mit oder Großeltern ihre Enkelkinder, sodass sich dieses Bewusstsein dessen, dass Langeoog ein Ort ist am Meer, den man eigentlich so in seiner Schönheit nur genießen kann, wenn man den Charakter erhält, das trägt sich bei vielen Gästen sozusagen von Generation zu Generation weiter. Diesen Schatz, den wir da bekommen, den können wir ja nur dann sozusagen nutzen, wenn wir ihn auch tatsächlich erhalten. Das heißt, es gibt auch ganz ein ureigenes Interesse am Erhalt dieses Naturwertes. Und deswegen müssen Sie sich entscheiden, welche Art von Unterhaltung suchen Sie denn? Und sie muss eigentlich immer diesem großen Ziel untergeordnet sein, dass Menschen hierher kommen, um nicht in der Stadt zu sein, um nicht verbaute Landschaft zu haben, um nicht künstlich zu sein, sondern wirklich auf sich zurückzufallen. Und das, diese Qualität schafft das Meer, schafft das Watt, schafft die Landschaft mit Dünen, die nicht gerade ist, sondern die so ist, wie der Wind sie weht und wie das Meer sie schafft.